Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Hier ist wieder euer Goodie mit einem weiteren Video zu Starfield. Es geht schon wieder ums Schmuggeln. Ich sage mal, heute ist Schmuggel-Sunday oder sowas in der Art. Es geht nichts über eine aktive Community. Das muss man definitiv an dieser Stelle sagen. Denn der liebe E01 Shadow hat mich darauf hingewiesen, ihr könnt euer Schiff auch ausrüsten mit Anti-Schmuggel-Ausrüstung. Also mit Ausrüstung, die dafür sorgt, dass ihr beim Schmuggeln schwerer entdeckt werdet, ohne der Crimson Fleet zu joinen, was ja eine nicht so lange Questreihe ist, aber es ist halt ein bisschen was obendrauf und es gibt eine Möglichkeit, das Zubehör für sein Schiff zu kaufen, nicht nur bei der Crimson Fleet, sondern auch dort, wo wir nämlich hier gerade angekommen sind, bei Red Mile. Und wenn wir dann mal kurz auf die galaktische Karte schauen, wo sich Porrima 3 befindet. Das ist der Name des Systems oder des Planeten, wo wir hier gerade stecken. Wir gucken mal kurz auf die Sternenkarte, rufen diese auf, zoomen ein wenig raus. Wie gesagt, Porrima ist der Name des Systems. Jetzt gehen wir nochmal einen weiter raus und dann sehen wir auch hier, wo das Ganze sich auf der Karte befindet. Hier oben ist Quix, was ich euch gesagt hatte, gehört zur Crimson Fleet. Hier haben wir Porrima. Vol 2 wart ihr vielleicht auch schon gewesen. Ich glaube, da hat eine Quest hingeführt vom Freestar-Kollektiv. Hier ist Olympus. Jetzt gehen wir noch weiter rüber, um dorthin zu kommen, wo ihr auf alle Fälle seid. Alpha Centauri. Alpha Centauri haben wir hier. Von hier aus geht es rüber nach Olympus. Dann meinetwegen gerne nach Vol 2. Und dann landen wir hier im Porrima-System. So, jetzt gucken wir nochmal rein in das System. Hier haben wir ja mehrere Standorte und hier Porrima 3. Das ist euer Zielort. Hier wollt ihr hin. Hier ist Red Mile. Und wenn wir dann gelandet sind, sieht das hier so aus. So, wo ist mein Schiffchen? Da ist mein Schiffchen. Und dann rennen wir hier einmal kurz rein, direkt in den Haupteingang, sage ich mal. Und dort haben wir dann schon unser Schiffszubehör, was wir hier kaufen können. So, kurz hier da dafür sorgen, dass die Atmosphäre nicht entweicht. Das Schott hier öffnen. Ja, schieb mich ruhig beiseite. Das ist vollkommen okay für mich. Und hier sehen wir schon Schiffservice. Dann gehen wir einmal hier ins Büro rein. Reden mit diesem gut gekleideten Herrn hier in seinem Sonntagshemdchen. Nein, wir müssen unser Schiff nicht reparieren. Ich würde gerne meine Schiffe sehen und modifizieren. Bedien dich. Dann sagt er, bedien dich. Und jetzt gehen wir wieder mit X in den Schiffsbilder hinein, gehen vom Schiff runter, drücken A und kommen hier in das Zubehör hinein. Und dann sehen wir auch hier wieder unter Ausrüstung, Scanstörer, 1 Frequenz oder Dualfrequenz. Wie gesagt, Raumschiffdesign Rang 1 wird benötigt, darf ich noch nicht kaufen. Oder aber wir gucken in die Laderäume und sehen dann hier abgeschirmte Frachträume, die wir hier genauso kaufen können, wie das bei Quix der Fall ist. Das Ganze halt ohne die Crimson Fleet zu joinen, ohne die entsprechende Quest zu machen, könnt ihr dann auch unentdeckt euer Schmuggelgut durch die Galaxis bringen. Daher nochmal vielen lieben Dank an E01 Shadow für diesen Hinweis und ich denke mal, lasst mal wenigstens für ihn Daumen nach oben da, dann weiß er, das hat euch gefallen. Ich danke euch fürs dabei sein, schaltet auch gerne das nächste Mal wieder ein. Ich sage bis dahin, so long, goodbye, keep gaming, euer Goodie.